Tief durchatmen. Es ist mal wieder Mittwoch. Bin ich schon on air? Ja, aber noch nicht dran. Erstmal. Was? Good to know time. Okay. Aber good to know time geht nicht immer alleine. Deshalb habe ich mir heute Verstärkung geholt. Der Mann für ganz besondere Momente. Begrüßen Sie bitte mit mir Lucifer Morningstar. An dem habe ich die ganze Woche gefeilt. Nein, das war natürlich Quatsch. Heute ganz wichtiges Thema bei Good to Know. Thema, was vermutlich 95% bis 99% der Betriebe einfach angeht, was einfach wichtig ist, wo man zumindest informiert sein sollte, egal wie man sich später entscheidet. Das ist das Thema Finanzierung. Es geht mal wieder um das Thema Geld. Das ist eins meiner Lieblingsthemen. Oh. Nein. Tatsächlich, für die Fragen haben wir unseren Spezialisten da, Simon Stahl. Seines Zeichens, möchtest du dich vielleicht selber vorstellen? Du machst das schon ganz gut. Mach mal weiter so. Ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt Quatsch erzähle. Also, probier's mal. Vorname war schon richtig Lucifer. Lucifer Morningstar alias Simon Stahl. Nein, wir hatten mal in so einem Messevideo so eine Teufelskrallenhand. Das war seine. Er hat sich inzwischen operieren lassen. Also er geht doch jetzt regelmäßig zur Pediküre. Alles schick. Ist alles schick. Nein. Nein, ich meine, für viele bist du der Teufel. Ja, weil du machst manchmal die Verträge, die andere nicht machen wollen. Genau. Nein, Quatsch. Komm mal auf den Punkt. Es geht ganz klar um die Thematiken. Ich möchte was kaufen und ich habe das Geld nicht. Oder ich möchte was kaufen und man sagt, ich sollte das Geld, was ich habe, vielleicht lieber auf meinem Konto lassen, dass ich noch eine gewisse Liquidität habe. Was Liquidität heißt, das solltet ihr wissen. Und wenn ich über Finanzierung nachdenke oder über den Kauf eines Gerätes, eines Autos, von Werkzeugen und sonst irgendwas, kommen einfach ganz, ganz viele Fragen auf einen, wo viele Leute einfach nicht die richtigen Antworten kennen und manche trauen sich einfach auch nicht zu fragen. Das ist ein bisschen so wie früher bei der Bravo, was ich schon immer nicht zu fragen so, da war es noch das Dr. Genau. Sommerteam. Hier ist es jetzt nicht mehr das Dr. Sommerteam, sondern Stahlteam. Das Dr. Genau. Stahlteam. Nein, den Doktor müssen wir natürlich rausnehmen, dass wir jetzt nicht hier behaupten, er hätte einen Doktortitel. Aber es ist schlicht und ergreifend so, dass diese Fragen jeden irgendwo brennen. Jeder möchte das gerne wissen, aber die meisten trauen sich schlichtweg nicht zu fragen. Wir können in diesem paar Minuten Video diese ganzen schrecklich wichtigen Fragen natürlich nicht beantworten, dafür ist die Zeit zu kurz. Aber da ist jemand, den man greifen kann und er hat keine Teufelshand und das ist jemand, mit dem man relativ normal reden kann. Auch Tacheles, der verträgt es. Ja. Nein, das ist auch was, was bei dem Thema Finanzen auch wichtig ist. Du musst jemanden haben, der nicht nur bla bla für dich da ist, sondern jemand, der auch für mich greifbar ist, jemand, der real ist, jemand, der bodenständig ist, der vernünftig ist und mit klaren, ehrlichen Worten sagt, um was es geht. So, und deshalb haben wir ihn hier. Habe ich das jetzt falsch? Und vor allen Dingen auf die Thematiken und auf die Bedürfnisse der jeweiligen Person eingehen kann. Individuell. Okay. Also fangen wir mal mit dem Grundding an. Das Grundding ist eigentlich ganz einfach. Also stell dir vor, du sitzt bei deinem Chinesen, Restaurant des Vertrauens. Wang Long. Und möchtest und guckst in der Menükarte und wählst dir dein Abendessen für den Abend aus. Einmal die 35, einmal die 48, einmal die 72, zweimal die 96 und als Nachspeise einmal die 6. Ja, so ähnlich aber ohne Banane, die 6. Ohne Bananen und ohne Honig. So läuft das in der Regel auch bei Geldoli. Das heißt, der Kunde schaut sich im Katalog um, welche Produkte er braucht. Ja. Er macht also eine grobe Auswahl von einer Eismaschine, einem Pasteurisierer. Also alles, was zu dem Thema Existenzgründung beispielsweise oder Aufbau einer eigenen Eisdiele oder Aufbau einer Produktion dazugehört, das wählt er aus. Angefangen, wie gesagt, von der Eismaschine, Pasteurisierer, Sahnemaschine, Vitrine, Ladenbau sogar und alles, was das Herz sonst noch so begehrt, was auch bei Kälteroli nicht zu bekommen ist. Marketing wäre. Weil wir hatten ja schon mal die Kollegin hier zum Thema Social Media, Marketing, CI, Corporate Identity. Das Ganze wird projektiert über die Kälteroli-Leute und da komme ich auch noch schon zum Einsatz und wir versuchen dann letztendlich herauszustellen, wie das am besten finanziert werden kann. Das heißt also,
durch Finanzierungsverträge, Leasingverträge, bauen wir ein sogenanntes Starterpaket zusammen. Das bedeutet, der Kunde kriegt eine Lösung, Komplettlösung aus einer Hand. Und er hat da die Möglichkeit, also quasi in diesen Bereich reinzuschnuppern, anzufangen, erstmal klein zu starten mit kleinen Raten und sich dann nach hinten raus zu entwickeln. Das heißt also, wenn sich die Bedürfnisse ändern, auch während eines abgeschlossenen Vertrages, das heißt also, das Volumen ändert sich, der Umsatz ändert sich und der Kunde muss seine Bedürfnisse anpassen, dann kann er jederzeit zurückkommen und Teile oder Elemente aus diesen Verträgen austauschen. Das heißt, wenn meine Maschine zu klein wird, zum Beispiel, kann ich die Maschine in eine Größe tauschen. Oder wenn er zum Beispiel eine separate Eismaschine dazu braucht, wenn er sagt, okay, ich behalte lieber meinen ganzen Kram und nehme jetzt eine dazu, dann wäre das auch eine Möglichkeit, das Ding jetzt aufzustocken, das ganze Finanzierungskonstrukt aufzustocken. Das ist aber normalerweise jetzt Thema Leasing eigentlich nicht normal, ne? Das Nein. ist was schon also Besonderheit. Sinn und Hintergrund eigentlich an der ganzen Angelegenheit ist, dass der Kunde wirklich nur für das bezahlt, was er auch braucht in dem Moment, dass wir vor allen Dingen eine Nachhaltigkeit erreichen, indem wir Maschinen zurück- oder austauschen können, die Maschinen aber auch wieder eingesetzt werden können an anderer Stelle. Und indem der Kunde sich nach hinten raus entwickeln kann, bis er wirklich die Top-Geräte dann letztendlich abrufen muss. Und das geht ja über Jahre hinweg. Das geht die Top-Geräte sind doch auch schon die Einstiegsgeräte bei uns. Ah, okay, das wusste ich. Da wollte ich dir jetzt nicht so kurz unter in die Parade fahren, aber auch eine kleine Kältebrühmaschine ist immerhin eine Kältebrühmaschine. Und so eine kleine billige Plastikmaschine gibt es bei uns nicht. Das stimmt. Also, nur so rein. Also in der Regel. Tut nichts zur Sache. Dieses Paket oder diese Pakete, diese sogenannte Starterpakete, ist also praktisch, wenn man das so will, ein komplettes Konstrukt von der kompletten Planung hinweg, ja, einer Bäckereiproduktion oder einer Eisdielenproduktion bis hin zur Umsetzung und bis zur Finanzierung, bis zur monatlichen Zahlung. Also im Grunde genommen wird alles bei Kälterudi abgenommen und über Kälterudi Financial Services letztendlich abgewickelt. Das Ganze nochmal zur Erwähnung, das geht auch weit über das Produktportfolio von Kälterudi raus. Also absolut. Sprich, ich habe vielleicht eine Kälterudi Eismaschine und einen Pasteurisierer und habe die Kühlschränke, die Pure Fridge und habe meinetwegen auch noch einen Mixer. Absolut. Das ist ja schön. Absolut. Brauche aber jetzt noch ein Verkaufsauto und ein Fahrrad. Absolut. Und möchte mir, weiß ich nicht, noch einen Tiefkühlcontainer hinstellen von irgendeiner Firma in Hamburg oder geht alles? Alles, wir packen alles damit rein. Dabei ist es auch völlig egal, ob der Kunde jetzt, ich sag mal, jetzt aus dem Bereich Neugründung kommt, dass er jetzt sagt, ich habe da so eine Vision vor mir, ich möchte in den nächsten 2 Jahren wirklich mal in den Eisdielenbereich gehen. Also das sind wirklich sehr, sehr viele Kunden, die neu anfangen wollen und die sich alles projektieren und dementsprechend auch eine Finanzierungslösung dafür brauchen, die sie ja am offenen Markt eigentlich gar nicht bekommen. Also Neugründer sind auch also Neugründung kriegt normalerweise keine Finanzierung, außer ich habe irgendwie auf meinem Privatkonto irgendeine Sicherheit oder ich habe irgendein Grundstück oder ein Gebäude, ganz was ich als Sicherheit hinterlegen kann. Da wird es aber schon schwierig, weil keiner diese Sicherheiten eigentlich im Grunde genommen annimmt, weil das viel zu umfangreich ist. Das heißt also, diese Ausgestaltung von diesen Projekten, die muss dann letztendlich auch dazu führen, dass wir den Kunden natürlich unterstützen, von der Gewerbeanmeldung hin bis über die Aufarbeitung der Unterlagen. Das ist so ein bisschen so wie so eine Unternehmensberatung, machen wir das. Nehmen den Kunden praktisch wirklich an die Hand, bis wir letztendlich eine finanzierbare Lösung für den Kunden gefunden haben, die auch langfristig Bestand hat. Und dabei ist es völlig unabhängig davon, ob der Kunde jetzt ein Neugründer ist oder ob er eine bestehende Eisdiele übernehmen möchte. Diese Szenarien gibt es ja auch. Das heißt, Kunde kommt ein Nachfolger einer Eisdiele möchte ein neues Gewerbe anmelden oder muss ein neues Gewerbe anmelden, um den Vorgänger dann letztendlich auszubezahlen. Ja? Und, da könnte man praktisch auch Pakete schnüren, wo man dann sagt, man übernimmt einen Teil der Geräte und tauscht einen Teil der Geräte von Kälterudi rein. Ja. Okay. Das betrifft auch zum Beispiel fremde Branchen. Also das heißt, also wenn jetzt ein Bäcker oder ein Landwirt auf das Thema Eis drauf springen möchte oder völlig andere Dinge machen möchte. Wenn jetzt ein Eisdielenbetreiber, ein Maler, Pinsel, Fachgeschäft aufmachen möchte? Das kriegen wir auch rein. Das packen wir mit rein. Das packen wir mit in das Starterpaket rein. Also theoretisch gibt es keine Grenzen. Hört sich an, als wenn alles geht. Okay, das ist ein Starterpaket. Starterpaket, cool. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe einen Betrieb, der seit weiß ich nicht wie viele Jahren läuft, funktioniert alles. Und ich möchte mir jetzt, aus welchem Grund auch immer, 2 neue Geräte kaufen. So. Mal unabhängig davon, ob ich das Geld habe oder ob ich es nicht habe. Also ob ich das jetzt auf dem Konto in der Liquidität habe oder ob ich nicht habe. Warum sollte ich das bei dir finanzieren?
Ja, Liquidität geht vor Rentabilität in der Regel. Momentan weiß jeder, bei Corona kann es mal eng werden. Wir wissen alle nicht, was noch kommt, wozu das Geld noch gut sein sollte. Das Geld ist günstig gerade momentan. Sein könnte billig. Vielleicht, ja. Ja, das nicht Geld sollte. Das Geld ist günstig. Das heißt, die Finanzierungsverträge grundsätzlich, die wir anbieten, haben sehr gute Konditionen, sind also marktgerecht und vor allen Dingen kann ich die Verträge so abstellen, dass sie individuell auf den Kunden zurechtgeschnitten sind. Das heißt, der Kunde kann seine Wünsche äußern zum Thema Zahlungsverhalten. Wie möchte ich zahlen? Wie oft möchte ich zahlen im Jahr? In welcher Periode möchte ich bezahlen? Oder möchte ich sogar jeden Monat eine andere Rate leisten? Ja, das heißt also, genau. Im Grunde genommen kann der Kunde sich über 12 Monate lang aussuchen, was ich jeden Monat bezahlen möchte und das auch noch individuell jedes Jahr anders. Okay. Das heißt also, alle Wünsche, die der Kunde mitbringt, was momentan zum Beispiel sehr oft genommen wird, ist aufgrund dieser Corona-Geschichte, wenn die Leute jetzt gerade neu anfangen und jetzt in der Mitte eines Jahres anfangen, beispielsweise mit einer Produktion und wissen natürlich, dass sie jetzt kurz vorm Herbst stehen und dann auch in den Winter reingehen und wissen nicht hundertprozentig, was mit der Liquidität ist. Dann kann man also beispielsweise über ein Jahr dann die Raten absenken, ja, dass man also praktisch nur die Hälfte bezahlt und da kriegt man dann alles in dieses Paket mit rein. Der Kunde weiß ganz genau, er zahlt erstmal eine kleine Rate und nächstes Jahr im April, im Mai, wenn es dann wieder aufwärts geht, dann kommen dann halt normale Raten zur Tilgung dann letztendlich. Ne? Okay, also bin ich mal böse, stelle ich mich mal genau auf die andere Seite. Früher war das immer so, ja, alles ist möglich, alles funktioniert, alles geht hier oben, wachsen langsam beim Gegenüber die Hörner raus und du machst dir echt lang so, was ist der Preis, den ich wirklich dafür bezahle? Tja. Also, der Preis. Ich verstehe die Frage nicht falsch, aber das ist so das, was letztendlich jedem, der damit mit dem Gedanken spielt, Finanzierung, so, das ist so diese brennende Frage. Ist das jetzt unglaublich viel teurer als das Gerät einfach bezahlen? Nein, ist es sinnvoller, zu meiner eigenen Hausbank zu gehen, mit denen zu sprechen? Es hat ja mehrere Aspekte. Auch das geht schon sehr, sehr in die Tiefe rein. Das sollte man dann individuell in den persönlichen Gesprächen, denke ich mal, des Einzelnen dann besprechen. Ja. Aber es ist tatsächlich so, grundsätzlich sollte man sich ein bisschen von der Hausbank ein bisschen frei machen. Weil diese Kreditlinien, die sind rar und das Geld, das Bargeld, was ich brauche, um Liquidität zu stopfen oder um Liquidität aufzubringen, das ist halt sehr begrenzt. Und eine goldene Faustregel ist eigentlich immer, dass man sagt, so Finanzierung, Objektfinanzierung, die sollte man eigentlich wirklich durch eine fremde Bank machen lassen. Und wenn ich dann mal Liquidität brauche, dann kann ich zu meiner Hausbank hingehen und bin quasi unbelastet. Ja? Der eine sieht nicht, was der andere macht, so ungefähr. Ne? So, das heißt also, man macht sich da ein bisschen frei für die Zukunft, falls es mal eng werden sollte und kann sich besser Liquidität durch die Hausbank beschaffen und macht Finanzierung lieber über einen fremden Anbieter. Und warum nicht über Kälte-Rudi, die sich hundertprozentig über die Produkte auskennen? Ja? Was hätte ich für ein schöneres Schlusswort finden können? Der Preis der ganzen Angelegenheit ist zum Thema Schlusswort. Ja, ist auf jeden Fall marktgerecht und vor allen Dingen der Preis. Ich zahle einen Preis für unglaublich gute Maschinen. Das heißt also, die Nachhaltigkeit und die Bewertung der Maschinen am Ende einer Laufzeit. Wir stellen die Finanzierung immer so ab, dass die Maschinen am Ende immer noch locker das wert sind, was sie am Ende auch als Wert darstellen, als Marktpreis. Okay. Ja, das heißt also, in der Regel ist es so, wenn die Maschinen nach 5, 6 Jahren durchfinanziert werden, dass ich ja einen Life-Circle oder einen Lifetime von 25 Jahren erreichen kann, ja, mit dem ganzen Konstrukt. Gut, das ist ja so beim Thema Autofinanzierung. Ich habe ja früher meine Autos immer gekauft. Lieber Autohändler, früher, das habe ich gehört, habe ich meine Autos immer gekauft. Das war eine Ansage, weil das, also die Sachen, Autos sind heute nach meinem Empfinden nicht mehr so gebaut, dass es sich lohnt, sie zu kaufen, sie zu erwerben, dass man sie weit länger in Besitz hat als diese 5, 6 Jahre Nutzung. Was dann liegt, sind sie fertig. Liegt daran, dass der technische die technische Zyklus, Fortschritt, ja so. Das ist jetzt halt, ist ja jetzt bei Kälte-Rudi-Gerätschaften anders. Also weiß ich selber, meine Pasteurisierer sind deutlich älter, meine Eismaschinen sind deutlich älter. Genau. Ich weiß, was wir Maschinen heute teilweise vom Kunden zurücknehmen, die älter sind als ich. Ich bin jetzt auch schon 46 bald. Ich weiß ja nicht, was ausgestrahlt wird, vielleicht bin ich dann schon 46. Aber
Warum lease ich sowas? Warum kaufe ich das nicht? Beim Fahrzeug ist es halt also so alles das, was dem technologischen Zyklus oder diese diesen Fortschritt halt schnell unterlegen ist und auch schnell fertig ist. Und was ich exorbitant nutze, wie zum Beispiel ein Auto, wenn ich jetzt ein Firmenauto habe, dann habe ich in der Regel, es kommt natürlich auf die Nutzung drauf an, aber dann möchte ich das Auto für einen gewissen Zeitraum möchte ich das nutzen und möchte es anschließend wieder losstoßen und möchte dann praktisch dieses Auto nicht bis auf null runterbezahlen. Das heißt also, im Vordergrund liegt die Nutzung der Geräte und ich zahle einen monatlichen Abschlag, eine monatliche Miete quasi für dieses Fahrzeug, wobei es aber am Ende nicht durchfinanziert ist. Und da liegt eigentlich der Knackpunkt an der Finanzierung, wie wir das bei Keltrudi machen. Die Fahrzeuge sollen ja wieder weg und haben dann einen entsprechenden Restwert. Und wir sind darauf ausgestellt, dass wir die Finanzierung so gestalten, auch wenn wir einen Restwert haben, dass man am Ende der Laufzeit sagen kann, ich kann auf jeden Fall oder muss das Eigentum erwerben. Weil die Maschinen sind, wie gesagt, schon sehr hochwertig. Und da kann es nur sein, wenn ich so einen langen Zyklus bezahle, dass die Maschinen auch letztendlich im Eigentum des Kunden landen sollen. Das heißt, wir haben spezielle Regelungen, wenn wir Restwerte verarbeiten, dass wir am Ende einer Laufzeit sagen können, lieber Kunde, du kannst jetzt entscheiden, entweder übernimmst du die Geräte jetzt entsprechend am Ende einer Laufzeit oder wir zahlen, du kannst einfach die monatliche Rate einfach weiterzahlen. Das geht dann praktisch in eine künstliche Verlängerung und in dieser Verlängerungsphase wird jede gezahlte Rate anteilig auf den Restwert angerechnet. Das heißt, das Ganze ist zu verstehen wie so eine Anschlussfinanzierung. Okay. Bis der Vertrag dann bei null stehen bleibt und dann kann der Kunde die Geräte übernehmen. Das heißt, es ist so eine eierlegende Wollmilchsau. Ich habe also erstmal kleine Raten, ich starte mit kleinen Raten, unter Umständen auch Saisonraten, habe hinten noch einen Restwert drin, erreiche das Laufzeitende und kann mich dann entscheiden, entweder ich übernehme oder ich führe den Vertrag weiter und zahle die monatliche Rate weiter, bis der Vertrag dann regulär bei null stehen bleibt. Ja? Okay. Oder tausche halt in Form eines Starterpaketes zwischendurch nach meinen Bedürfnissen halt auch noch die Geräte aus. Wenn wir das Ganze vielleicht nochmal steuerlich betrachten, ich weiß, dass wir eigentlich zuständig, dafür hat jeder seinen Steuerberater, aber wenn die Fragen schon gestellt werden, ist mir so die Frage, was ist für mich steuerlich sinnvoller, das Kaufen, die Abschreibungen haben oder eine Leasingrate und die halt eben von meinem zu versteuernden Einkommen direkt abziehen, also sofort mindernd haben. Es kommt individuell auf die Gestaltung des Einzelnen drauf an, weil es hat was mit der Laufzeit zu tun. Das heißt also, es kann auch sinnvoll sein, einen Mietkaufvertrag oder eine normale klassische Finanzierung in Anspruch zu nehmen. Da richten sich meine abschreibbaren Kosten nach der Abschreibungszeit. Das heißt, auf der einen Seite habe ich die Abschreibung bei mir im Programm und kann die dann quasi als Kosten im Monat und im Jahr gegenrechnen. Und beim Leasing ist es halt so, ich habe die klassische Rate. Ich habe nur die Rate in der monatlichen Laufzeit. Und diese Rate kann ich wie eine Mietposition in meinen Kosten-Leistungsrechnung jeden Monat abziehen. Mhm. Das heißt, beim Leasing ist es unabhängig davon, ich zahle dann einfach nur praktisch die monatliche Nutzung und habe am Ende aber erstmal ein offenes Vertragsverhältnis. Das heißt, es ist nicht ganz klar geregelt, dass mit der letzten Rate praktisch das Eigentum auf mich übergeht, sondern dann habe ich ja noch diesen Restwert zu regeln am Ende. Mhm. Und bei der Finanzierung ist es so, da habe ich von vornherein quasi am Ende direkt die Regelung, dass mit der letzten Rate das Eigentum auf mich übergeht, muss es aber in meiner Bilanz aktivieren und schreibe es dann ab. Das heißt also, je nach Laufzeiten, wie es ist, kann das eine oder das andere dann besser sein für den Kunden. Mhm. In der Regel richtet sich diese Auswahl, Leasing oder klassische Finanzierung, nur danach, was der Steuerberater sich wünscht. Es könnte zum Beispiel sein bei einer Finanzierung, dass er Abschreibungen auflösen muss für eine Investition. Dann geht es nur mit einer Finanzierung. Mhm. Es könnte sein bei Zuschüssen, öffentliche Zuschüsse. Auch das geht nur mit einer Finanzierung. Da kann ich Leasing nicht vernehmen. Da brauche ich ganz klar von vornherein geregelt ein Eigentumsverhältnis. Das heißt, du hast bei deinen Gesprächen mit deinen Interessenten, mit deinen Kunden auch praktisch den Kontakt mit dem jeweiligen Steuerberater. Immer, grundsätzlich. Zumindest wir bieten das immer so an. Und in der Regel ist es so, dass der Kunde dann auch im Vorfeld dann auch aussteigt und sagt, ich habe da meinen Mann des Vertrauens hinten im Petto, der hat die Telefonnummer XY, ruft den mal an, der weiß Bescheid und dann unterhalten sich direkt zwei Leute, die dann direkt wissen, wie man es am besten einstiehlt und umsetzt und dann
dann wird der Kunde, der kriegt einfach seine Lösung dann meistens präsentiert, wenn er dann vorher schon aufsteigen möchte. Okay, hört sich gut an. Ja? Ich sage, ich nehme mal einstielen und umsetzen, wenn Sie irgendwas genau. Einstielen und umsetzen wollen. Also es ist natürlich ist das ein wirklich Riesenthema. Man kann das auch immer nur leicht anschneiden. Es ist nicht möglich, das in zwei, drei Worte zu fassen. Es ist auch nicht möglich, das in zwei, drei Zeilen zu bringen. Weil wirklich, das ist eine Projektierung, das ist individuell für jeden, jedes Mal anders. Mhm. Aber es gibt über dieses Konstrukt absolut nichts, was individueller, nachhaltiger ist und mehr finanziellen Freiheiten und Freiraum gewährleistet für den jeweiligen Leasingnehmer. Okay. Dann habe ich eine Frage mal reinbekommen. Es gibt ja jetzt bei Autos solche Abo-Modelle. Also sprich, ich zahle im Monat eine feste Summe. Mhm. Dafür darf ich dieses Auto dann, weiß ich nicht, 2.500-3.000 Kilometer bewegen in dem Monat. Mhm. Ich muss es nur noch tanken und vielleicht sollte ich es ab und zu mal waschen. Das ist hübsch. Ein paar Reifen draufziehen vielleicht. Nein, aber Reifen zum Beispiel oder Bremsen, Reparatur und sonst irgendwas sind schlichtweg in diesem Abo erledigt. Okay. Nachteilig, was bei diesen Abos meistens so ist, ist, dass ich mir das Auto, ich darf das Modell aussuchen, aber es kann halt sein, es ist braun. Ja, also du kriegst das irgendwie das, was... Nein, ich hatte das tatsächlich selber. Ich habe mich so für so ein Abo-Modell interessiert. Kleiner Hinweis an meinen Autohändler. Ja, das hört sich alles irgendwie ganz nett an und auch mit der Kilometerleistung. Ich fahre ja jetzt auch nicht ganz so wenig Kilometer. Das hätte schon alles gepasst und wir waren dann irgendwie bei, ich weiß jetzt mal irgendeine Zahl raus, bei 650 Euro im Monat, was jetzt bei der Kilometerleistung völlig in Ordnung wäre. Und dann kam der Knackpunkt, ich kann mir das Auto eben nicht aussuchen. Es kommt dann das, was eben gerade im Werk übrig ist. Also der kann dann weiß, rosa, hellbraun oder eben auch in irgendeiner anderen subtilen Farbe kommen, wo ich dann echt so ein bisschen mein Problem habe. Gut, subtile Farben haben wir jetzt bei unseren Gerätschaften nicht, aber die Frage ist tatsächlich, gibt es derartige Modelle? Kann man sowas auch in irgendeiner Form abdecken? Ja, also die Maschinen sind ja nicht so individuell gepaart, dass man sich das jetzt in Farbe und Lackierung aussuchen kann. Also skurril werden sie und nicht. Also ich wollte gerade sagen, also da muss ich direkt mal eine Gegenfrage stellen, warum macht man sowas? Punkt 2. Das ist mir... Warum macht man ein Abo-Modell? Klar, es gibt natürlich ein Abo-Modell. Also ich könnte mir grundsätzlich auch sowas vorstellen. Also ein Abo-Modell macht man meistens dann, wenn man mal mit Reparaturen auf die Schnauze geflogen ist. Ja, richtig. Weil Garantiezeiten enden irgendwann und dann kommt hier dieses und da jenes und. Und ich weiß jetzt nicht, was du für ein Auto fährst. Also ich weiß es, aber ich rede nicht drüber. Das kann ja durchaus auch ins Geld gehen, wenn ich mir dann... ich brauche mal einen Satz Reifen, das ist bei einem kleinen Auto irgendwie, weiß ich nicht, 500 Euro. Bei einem großen Auto sprechen wir dann mal eben kurz über 3000. Mhm. Nur so der Satz Reifen. Und das ist einfach so die Frage, möchte man dieses Risiko der Reparatur eingehen nach der Garantiezeit oder eben nicht? Ich meine, es gibt auch Menschen, die leasen sich oder mieten sich so ein Auto in einer Langzeitmiete. Da kriegen sie immer von Sixt Europcar oder ich erwähne jetzt alle Autovermieter dieser Welt. Entschuldigung, wir waren eben nochmal im Gnadenbau. Nein, dann zahle ich halt eine Summe X im Monat und habe immer ein nagelneues Auto da stehen und brauche mich eigentlich um nichts kümmern. Das kann ja auch spannend sein. So, kann ja auch insofern spannend sein, weil ich dann jedes Mal ein anderes Auto habe. Ja, ja. Und wenn ich am Wochenende etwas Größeres brauche, dann gehe ich zu meinem Autovermieter und sage, ich klicke halt ein Größeres fürs Wochenende, dann habe ich wieder ein Kleineres. Ja. Das ist ja spannend. So, dass das mit Maschinen nicht geht, mit dem schnellen Hin- und Herwechsel, das ist klar. Aber es gibt gebrannte Kinder. Es gibt. Echt? Doch, wir waren ja eben am Starterpaket. Das heißt also, der Vorteil des Starterpaketes, ich kann also austauschen, wann ich will und wie ich lustig bin. Ich kann upgraden, ich kann eine zweite Maschine dabei packen in den bestehenden Vertrag oder einen neuen Vertrag. Das heißt, die Flexibilität, die ist letztendlich da. Ich kann natürlich auch am Ende der Laufzeit austauschen. Wenn ich sage, ich brauche jetzt diese Maschine nicht mehr, ich brauche jetzt eine größere, dann gebe ich die eine zurück und nehme die größere. Auch das ist möglich. Wann ich das zu diesem Zeitpunkt mache oder entscheide, spielt überhaupt gar keine Rolle. Gar nicht. Also es wäre sogar möglich, in eine Finanzierung einen Wartungsvertrag einzubauen, wo man dann sagt, der Kunde ist über die Laufzeit dann halt fest in eine Wartung mit reingepackt, wo entsprechende Grundelemente mit abgedeckt sind. Das heißt, dass vielleicht mal einmal im Jahr einer vorbeikommt, der dann auf die Maschinen drauf guckt. Also auch das wäre theoretisch möglich, das in eine Finanzierung einzubauen.
würde der Kunde eine Pauschale bekommen. In dieser einen Pauschale wäre dann eine Finanzierungspauschale monatlich abgedeckt und ein Teil praktisch für die Wartung abgedeckt. Okay. Gut, genau. Bezahlt dann beides halt der Kunde an die Bank und die Bank splittet das wieder und gibt den Teil für die Wartung wieder an den Finanzierungs-, an den Händler wieder zurück, der dann halt monatlich die Wartung dafür durchführt oder einmal im Jahr. Okay, auch also das geht. Gut, dass die Frage gestellt wurde, sonst hätte ich das jetzt auch nicht gewusst. Zeitfenster durch, auch wenn noch ein paar Fragen offen sind. Ich hoffe, ihr habt gesehen, dass mit dem Herrn Stahl, mit dem Simon Stahl jemand da ist, mit dem man tatsächlich sprechen kann, der da ist, der versteht und auch in klaren Worten verständlich Antworten geben kann. Gerade bei dem Thema ist Vertrauen eine ganz, ganz wichtige Schiene, ganz, ganz wichtiges Thema, keine wichtige Schiene, sondern ein ganz, ganz wichtiges, ganz, ganz wichtiger Grundbaustein, weil ich rede nicht über Finanzen mit jemandem, dem ich nicht vertraue. Insofern, das ist nicht irgendjemand, das ist ein Mensch, Fleisch und Blut. Ich will ihn jetzt nicht anritzen, aber keine Krallen. Genau, keine Teufelskrallen. Genau. Also irgendwie, wenn ihr Fragen habt, da sitzt er, schickt eure Fragen, ruft uns an, sprecht mit eurem Berater, mit eurem Verkaufsberater über die Thematik Finanzierung, stellt alle eure Fragen. Sie werden beantwortet und im Normalfall. Nochmal, ich möchte nochmal hervorheben, egal aus welcher Branche der Kunde kommt, egal ob es ein Gewerbe gibt, egal ob es auch eine Privatperson gibt, egal ob es Menschen sind, die unter Umständen eine bestehende Produktion austauschen möchten in Richtung Kälterudi, es darf sich ruhig jeder bei uns angesprochen fühlen. Ja. Er soll unseren Vertrieb ansprechen und der Vertrieb ist uns so nah, dass wir also zusammen diese Projektierungen durchführen und diese Änderungen und die Wünsche der Kunden alle versuchen abzuarbeiten und auch wirklich in Form zu gießen. Gut, top. Also damit bis nächsten Mittwoch.